Kommst denn hier rein? Oder? Doch. Ghoul, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Da oben ist die Uhr. Wo rennst denn du jetzt hin? Der rennt von alleine. Achso. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Jetzt träumt er unten Scheiß. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Und für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ah, jetzt. Das kriegt der er halt Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon. Aber Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Warte mal, kannst du den... Nee, hinten der Schrank. Du kannst L1 drücken und dann zeigt er dir an, wo du irgendwas anklicken kannst. Mach nochmal. Nee, das ging jetzt ja noch nicht. Na, du musst da mal raus. Nee, du musst schon runter mit dem Pfeil. Du musst das so machen. Wenn du dahinter gehst, dann musst du hier auf den, eigentlich auf den Pfeil klicken. Aber wieso geht das nicht? Wir können doch einfach laufen. Geht doch. Und da sind die Luftballons. Aber gerade ging es ja nicht. Und dann weiß ich, was man machen muss. Anzünden. Genau. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ach so, ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ich muss bestimmt Kaffee holen. Kannst ja erstmal, naja, geh erstmal oben, bist ja oben. Da kannst du ja hier zum. Wahrscheinlich in der Bar kannst du jetzt endlich anklicken, dass der halt eine übelst krasse Kaffeemaschine besitzt. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Nee, oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Du, Lonzo! Ja. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonys Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch.
Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Kannst du da hingehen? Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Das in der Mitte ist das Blut von den Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Muss ich die Tassen mitnehmen? Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Nee. Na gut. Was ist denn da jetzt da hinter? Ja, jetzt was war kannst das? Du hintergehen. Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Da gibt es ja so einen Bohrer, guck mal. Ach, hier Luftballon. Nimm mal den Luftballon. Und die Lachgasstation, genau. Oh, jetzt hast du einen vollen Luftballon. Wartestrang, genau. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Bohrmaschine und Wartestrang, geht das? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das geklappt gewesen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klaps gewesen. Jetzt mal hier den Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was ist das? Was liegt jetzt vor dir? Fußfessel. So. Ach, die brauchen wir dann. Da oben die Dingsbrüste. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Und irgendwas musst du daran. Ja, mach mal den Dartpfeil. Da besteht keine Fluchtgefahr.
Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kannst du die... Na, drück mal unten weiter. So, jetzt nimmst du mal die Fußfessel. Ja. Da besteht keine Fluchtgefahr. Wir müssen kombinieren. Mit da hinten, mit dem Loch. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Da gibt's noch was anderes. Du hast noch den Baum. Also nicht mit dem Baum kombinieren, sondern einfach mal bloß den Baum anklicken. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kein Grund für übertriebene Vorsicht. Ich weiß, was ich tue. Die Handschuhe brauchst du. Kein Grund für übertriebene Vorsicht. Ich weiß, was ich tue. Du musst... Ja, was ist das da? Ein Feuerlöscher. Kein Grund für übertriebene Vorsicht. Ich weiß, was ich tue. Ah, ich weiß, ich muss an die Handschellen rankommen. Ich weiß aber nicht, wie. Ja, du musst das Ding da drüben irgendwie ranmachen. Geht doch nicht, ist zu breit. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Den Feuerlöscher nie irgendwie an die Fußfessel machen, oder? Nee, den kann ich nicht nehmen. Nee, du hast doch einen Bunsenbrenner. Kannst du da irgendwas abfackeln hier? Ich weiß nicht, wie du das machst. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Das. Da besteht keine Fluchtgefahr. Es besteht keine Fluchtgefahr. Schalt mal wieder ins Hör. Jetzt liegt die ja drauf. Ja, warte mal. Loser. Ja, da kannst noch ins Hör. Achso. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Da irgendwas reinmachen. Einer reicht vorerst. Einer reicht vorerst. Okay.
Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Also da sagt er auf jeden Fall, da ist nichts mehr zu holen. Der ist so schwer, Mann. Vor uns ging der so nicht raus. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber die Fußpässe sind. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Fällt die, glaube ich, raus, kann das sein? Ja. So, wartet. Da muss man mal hier die da Handstelle. Da ist ein Loch in der Plattform. Genau. Und dann gehst du nämlich nicht wieder zu und dann kommst du nach dem Dietrich ran. Ah, den Schlüssel. Für diesen Arzneischrank. Hier, siehst du das? Da ist ja das Loch. Jetzt. Das heißt, wir können ja von unten jetzt da rein. Genau. Würde ich jetzt glaube mal behaupten. Mhm. Zum Stiel zurück. Genau. So, dann gucken wir an den Schlüssel. Und noch irgendwas hier? Nö. Und weg. Aber wie... mit dem Stier. Soll ich den Arsch pieken oder so? Toro! Toro. Er hat nur noch Augen für die Kuh. Naja, da passiert nichts. Die komische Batterie müssen wir ja auch noch kommen. Ich nehme mal den Luftballon. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Gehen wir da mal hin. Und dann denke ich mal mit der Baumaschine.